mitgebracht, unter anderem Tim Witherspoon und Eddie Mustafa Muhammad. Er sagt, wir feiern in Berlin Nummer 10, wenn Richard Hall sich hier den Titel holt. Leichte Rötungen unter den Augen von Michalczewski. Guter Konter zum Körper von Richard Hall, aber Ugi, die geraden Schläge. Da ist Michalczewski hier ganz klar der Chef im Ring. Die Führhand von Hall kommt etwas zaghaft. Meistens noch ein bisschen zu sehr nach unten versetzt. Trifft nicht, aber wenn Michalczewski dann mal seinen Jab einsetzt, dann sieht man den Unterschied. Hier wieder schön abgefangen. Und deshalb kann natürlich auch Fritz Dunek ganz ruhig, ganz gelassen da nach oben schauen. Alle Schläge mehr oder weniger für die Galerie, alles abgefangen von Michalczewski. Egal, ob ich hier schneller gewinne, als Roy Jones das geschafft hat gegen Richard Hall. Das hat zumindest der Tiger gesagt. Trotzdem wäre es natürlich schon schön, wenn er schaffen würde. Er wäre natürlich sehr zufrieden, wenn das mit weniger Kraftaufwand hier zu schaffen wäre. Vielleicht in 5-6 Runden. Das wäre nochmal ein deutliches Statement in Richtung Amerika. Keep 'em up. Ermahnung an Richard Hall. Aber mehr eine vorsorgliche Ermahnung, denn der Schlag war nicht wirklich tief. Hier, schön die Führhand, gut getroffen. Zwei Runden vorbei, Ortfried Fischer, herzlich willkommen. Welchen Eindruck haben Sie vom Tiger? Deckung steht, Schläge sitzen. Ich glaube, er schaukelt das über die Runden. Vielleicht braucht er gar nicht alle. Ich habe mit ihm ja trainiert im Sommer, wo wir den Funzker in Hamburg gedreht haben, wo er mitgespielt hat. Er ist mir einmal durch den Hafen gejoggt, also austrainiert ist er auch. Da wird nicht viel passieren. Ist er heute also besser als gegen Sie? Er ist heute wesentlich besser, aber er hat das Schlimmste schon hinter sich. Ich danke Ihnen. In den Kahn sind immer sicher, immer besser. Und wenn er jetzt aufhört zu arbeiten, das ist immer sicherer, sagt Fritz Dunek. Backup. Das sind dann noch so die letzten Möglichkeiten der Feinjustierung. Er schlägt sowieso eine der besten Linkshände der Welt. Und trotzdem hat natürlich ein Trainer Fuchs, ein Meistermacher wie Fritz Dunek, da immer noch ein paar Prozentpunkte, die er gerne noch mit rausholt. Nur zu Boden gedrückt. It's alright. Don't push him down here. Here we go. Nicht schubsen. Die Ermahnung an den Tiger. Die Ecke von Hall fordert zweimal die Führhand. Hall soll sich Michalczewski hinstellen. Aber der Tiger hat die Antwort. Catch
Gute Deckung von Michalczewski. Das, was ja häufig mal sein Manko war. Hier wirkt das recht solide. Man darf sich da nie zu sicher sein, aber die vielen harten Schläge, die Holder versucht anzubringen, landen meistens nur auf der Deckung. Immer wieder die Fürhand. Der Hall den richtigen Riecher, der hat sich das so vorgestellt, dass da die Rechte kommt und deshalb sich noch rechtzeitig abducken können. Aufwärtshakens von Richard Hall. Nochmal. Der war gut im Ziel. Und der linke Haken. Kurz vorm Gong. Einmal tief durchatmen für den Amerikaner, für den Jamaikaner, der jetzt in Florida lebt. Er wurde Boxer, nachdem er den Kampf gesehen hatte zwischen Sugar Ray Leonard und Marvin Hagler. Hat dann gesagt, da war ich so fasziniert, da musste ich anfangen. Mit Boxen und das ist ja einer der Kämpfe, die auch beim Boxtalk mit Axel Schulz laufen in der Sendung Kämpfe und Köpfe. Also dürfen wir mal gespannt sein, wie viele Deutsche sich dann davon inspirieren lassen. Immer noch ein Handschuh dazwischen. Klasse gemacht. Dieser linke Haken, super, wie der ins Ziel kam. Sehr genau. Drehfrei Runde 4, Round 4. Back up. Er schlägt wild und bislang zu ungenau, Richard Hall. Aber er erhöht das Tempo spürbar. Alle drei Runden für den Tiger in ihrer Wertung im Online-Scoring. Schwester von Darius. Natürlich angespannt, natürlich fiebert sie mit. Der Aufwärtshaken, dieser linke Aufwärtshaken von Richard Hall, der kommt ab und zu recht gut. Alles, was so über außen kommt, hat der Tiger voll im Griff, das fängt er ab. Aber aufwärts ist gefährlich. Die Rechte noch ein bisschen zu hoch angesetzt. Die schiebt der Tiger häufig drüber. Aufwärtshaken. Und jetzt auch seitlich. Wieder der Aufwärtshaken. Und der Tiger marschiert durchs Feuer. Er
Die volle Rechte! Michalczewski sucht den K.O. Die linke nochmal. Und nochmal die schwere Rechte gegen Richard Hall. Und er bleibt stehen. Was für eine Runde für den Tiger. Okay. Mein lieber Mann. Da geht er durchs Feuer, kriegt den Aufwärtshaken und marschiert da durch. Und natürlich die Ermahnung, man hört das. Fritz Kuhneck, Michael Timm, nimm das Kind runter beim Schlagen. Nicht, dass der Aufwärtshaken da durchkommt. Aber wie der durchs Feuer marschiert. Also in manchen Sportarten redet man von den Big Points. Und das waren hier die Big Points, die richtigen Treffer. Klasse, da war die rechte nochmal. Kann wieder schön über den linken Arm an. Voll im Ziel, er will noch weggehen, Richard Hall. Klaus Meine, Sie sind gerade aufgesprungen, Sie haben das miterlebt. Was sagen Sie dazu, zu solchen Action? Eine unglaubliche Dramatik. Der Tiger hat zum Sprung angesetzt. So eine Power von Darius. Und das sieht gar nicht gut für Richard Hall aus. Dankeschön. Get the water here. Die fünfte Runde. Der Tiger macht da weiter, wo er aufgehört hat. Mit solchen Runden kann man natürlich auch den Willen des Gegners zerstören. Wenn der denkt, Mensch, das war meine beste Runde bis wenige Sekunden vom Gong. Und dann dreht der Tiger nochmal auf. Man muss sich ja fast keine Sorgen machen um Kondition. Da kann man sicher sein, die reicht locker für 12 Runden. Und deshalb kann man sich solche Kraftrauben und Zwischenspurt auch erlauben. Die Ecke von Hall wird aufgeregt, wird nervös. Slim Robinson redet jetzt viel. Versucht er, das Richtige reinzurufen, aber zu stark der Druck von Michalczewski. Und er nimmt die Rechte voll. Eine linke wie ein Rambock. Und um 4 Uhr geht es dann weiter, die Weltmeisterschaft im Schwergewicht, Version WBA. John Ruiz gegen Evander Holyfield. Und apropos WBA, Richard Hall war mal deren Interims-Weltmeister für fast anderthalb Jahre. Von 98 bis 2000, bis zum Kampf von Roy Jones. Interims-Weltmeister, das ist so wie ein bisschen schwanger. Das gibt es eigentlich nicht, aber die Weltverbände lassen sich natürlich viel einfallen. Genauso wie Michalczewski in diesem Kampf. Gut, wie er durchkommt mit der Führung. Klasse, wie die Rechte trifft. Und hier krabbelt Slim Robinson vorweg in den Ring. Im Hintergrund, kurz zu sehen, Cassius Green, der Cut-Doktor. So nennt er sich selbst, der Mann mit der Seefahrermütze. Und hier die Ecke des Champions. Immer wieder gut drin stehen. Jetzt hast du schon recht gut angesetzt. Komm ich schon mal. Er sucht den Weg zum Körper, Richard Hall.